Gimbeltrutz, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, aber hat mich gefragt, wie ist es, wenn ich meine Skizze verkleinere, damit die immer, wenn ich es größer wird, pixelig und an was kann das liegen? Und ich habe das schon ins Kommentar geschrieben, habe es schon beantwortet, aber für euch wollte ich es jetzt einfach auch nochmal aufzeigen. Und zwar gibt es da mehrere Wege oder Gründe, warum das so pixelig sein kann. Als erstes habe ich jetzt erstmal eine Grafik gewählt. Wenn man die jetzt größer zieht, sieht man ja, dass es nicht so pixelig ist. Und hier noch eine Rückinfo für euch, was ich immer verwende. Und zwar, ich nehme immer 3000 mal 3000 Pixel mit 300 DPI. Das ist für mich immer ganz gut geeignet, weil ich da immer coole Sachen damit machen kann, die Ebenen passen und so weiter. Und nur fürs Verständnis, dass man das mal weiß, also Zoll sind es 10 mal 10, aber da ist für uns ja immer so ein bisschen, wie viel sind jetzt 10 Zoll? Sind es ungefähr so 25, ja, 4 Zentimeter, die Außenmaße haben. Also 25 mal 25, man denkt so 30 ist so ein Lineal, ein Ticken kleiner, ist die Größe. Das heißt, es würde jetzt bequem auf ein T-Shirt oder irgendwas anderes passen. Wenn man es jetzt näher herzoomt, sieht man ja auch die ganzen Feinheiten und so. Und jetzt geht es aber um Verkleinern. Verkleinern macht man jetzt mit der Pfeiltaste. Und dann gibt es hier unten einen schönen Punkt, der heißt Interpolation. Kann man jetzt wahrscheinlich auch wieder Englisch aussprechen, weil das heißt genauso da auch. Und da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, wie du das verkleinerst. Und zwar mit dieser Einstellung berechnet Procreate die ganzen Pixel auf deiner Grafik. Je nachdem, wie pixelig du das haben willst, also je mehr Bildpunkte du einzeln, also nicht so viele hast, dann siehst du natürlich diese etwas unscharf. Und je mehr du Pixel haben willst, also mehr Punkte du hast und mehr Farbe du hast, siehst du es natürlich schärfer. Und das ist genauso abgestuft. Das heißt, hier ist es nicht so scharf, da wird es schon schärfer und es ist noch schärfer. Also je nachdem, wie du es dir immer einstellen willst. Um das jetzt mal zu zeigen, verkleinere ich jetzt mal die Grafik und vergrößere sie wieder. Und dann sieht man schon hier an den Rändern, dass es pixeliger ist und ein bisschen unschärfer. Wenn ich jetzt das andere einstelle, wähle ich jetzt nochmal eine andere Grafik, also die gleiche Grafik nur mit einer anderen, mit einer anderen Einstellung. Muss natürlich erst die Ebene wechseln. Gehe jetzt wieder drauf, wähle jetzt Linear und mache das jetzt wieder kleiner, um es einfach zu verdeutlichen. Und dann gehe ich wieder hin und dann sieht man schon, es ist zwar immer noch so ein bisschen unscharf, aber die Ränder werden schon ein bisschen glatter, glatter, glatter. Naja, ihr wisst schon, weicher. So, und weil wir ja drei Einstellungen haben, wähle ich jetzt wieder die neue Grafik oder die nächste Grafik. Mache jetzt bikubisch. Und ziehe es wieder größer. Und dann sieht man auch, okay, ist jetzt noch weicher. Um jetzt für euch die Unterschiede noch mehr zu verdeutlichen, setze ich jetzt mal die Blumen ein bisschen nebeneinander, dass man das sieht. So. Und dann sieht man hier, das war das erste, das ist das zweite und das ist die dritte Einstellung. Also ich. Und je nachdem eben, wie man das wählt, wird es pixeliger. Normalerweise habe ich immer für mich die mittlere Einstellung, weil es mir bisher jetzt besser getaugt hat, wenn ich das jetzt vergrößere. Genau, passt es. Aber natürlich kannst du dir selber auswählen, was du willst. Aber jetzt hast du schon mal den Wissensstand, wie du es machst. Und dann gibt es eben noch ein anderes Problem, oder wenn man das nicht weiß, dann ist es immer so ein bisschen blöd. Ich mache jetzt die Grafik erstmal aus. Und zwar, es gibt ja verschiedene,
Wenn man mit Grün malt, wird man hier nicht erfolgreich werden. Also erstmal eine andere. Es gibt ja verschiedene Pinsel. Das weißt du ja selber schon oder ihr. Und je nachdem, was man für einen Pinsel auswählt, schauen die natürlich unterschiedlich aus und haben auch unterschiedliche Ränder. Mache ich meinen künstlerischen noch dazu. Mal ein bisschen kleiner, damit man das besser dann vergleichen kann. So, wenn ich jetzt hier näher hingehe, sieht man schon bei den künstlerischen, weil das ist ja eher so wie Wasserzeichenstifte oder Wassermalfarbenstifte. Ist ja egal. Aber da deckt es nicht wirklich richtig und deswegen ist es so, dass da auch die Ränder nicht akkurat sind. Genauso wie bei dem einen, wo ich schon gesagt habe, es ist mein gerader Stift, ist trotzdem es hier, wenn man hier hinzoomt, ein bisschen pixeliger. Genauso, wenn man jetzt sagt, man nimmt jetzt zum Beispiel einen Bleistift her, dann wird es auch welliger und pixeliger. Und genauso wie wenn man jetzt so Comic-Stifte nimmt, sieht man immer verschiedene Pixel rausgehen. Aber das ist bei Procreate so gewollt, weil das ja so ist, dass es nicht so wie Illustrator, der geht ja nicht nach Punkten. Beim Illustrator ist es so, da berechnet das System, wo du hinzeichnest. Das heißt, machen wir mal nochmal was Neues auf. Wenn ich jetzt einen Kreis zeichne, dann ist im Illustrator, sind hier verschiedene Punkte hinterlegt, wo der genau weiß, ah, an diesem Punkt ist dieser Strich in dieser Biegung drinnen und so weiter. Das merkt sich alles das System. Deswegen ist beim Illustrator das Gute so, dass du deine Grafik immer größer machen kannst, so groß wie eine Hauswand oder so klein wie für eine Streichholzschachtel. Das kannst du variieren, wie du willst. Und das funktioniert aber bei, wie Photoshop oder Procreate, funktioniert das nicht, da das auf Pixel ist. Das heißt, die Pixel sind einfach bloß diese Farbpunkte. Und Procreate berechnet eben Farbpunkte und kann dann sagen, okay, hier ist halt dieser schwächere Farbpunkt oder ein bisschen dickerer Farbpunkt, aber es bleibt immer auf dieser Größe. Hast du jetzt zum Beispiel 3000 mal 3000 eingestellt und möchtest das jetzt auf 5000 mal 5000 Pixel vergrößern, funktioniert das nicht, weil es ja auf der Größe von 3000 mal 3000. Das wäre das Gleiche, wie wenn ich jetzt ein Bild habe und macht es größer. Je größer es wird, desto unschärfer ist es. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn du jetzt irgendein Bild malen möchtest, egal was es ist, für ein T-Shirt, für eine Tasche oder so, musst du erstmal schauen, wie groß ist denn die Tasche, wie groß ist ein T-Shirt. Ungefähr ist ja immer die Vorlage eines A4-Blattes und dann wählst du das in Procreate aus, dass du schon eine größere Leinwand für dich verwendest, als wenn du jetzt sagst, ich fange hier so klein an zu malen und dann wird es natürlich immer, wenn man es größer zieht, unschärfer. Und das ist schon mal auch gut zu wissen, also dass du gucken musst, welche Leinwand du hast. Und was natürlich auch noch sein kann, das ist bei mir so, auch ab und zu, ist leider, dass wenn hier das iPad voll ist, weil ich so viel gemalt habe oder einfach zu viel skizziert habe, dass mein Procreate auf einmal vom Mu auf mehr sich schließt und dann kann ich wieder von vorne anfangen oder wenn ich Glück habe, ist dann die letzten zwei Striche sind dann nicht gemacht worden, wenn ich wieder reingehe. Oder es kann auch sein, dass der dann einfach einen Strich nicht annimmt. Das heißt, ich zeichne hier und der nimmt diesen Strich nicht an, obwohl er ihn ja annehmen sollte. Und dann ist es wirklich das Problem, dass das iPad zu voll ist, kein Speicherplatz mehr da ist und Procreate braucht nun mal viel Speicherplatz. Also würde ich gleich empfehlen, von Anfang an ein besseres iPad zu nehmen mit viel Speicherplatz oder eben sowas wie ich hier auch habe, zeige ich euch. Das ist ganz gut, weil das kann man hier mit einem USB-Stecker an den Computer hin tun, egal welchen du hast, ob jetzt Mac oder Windows. Und da ist auch ein Programm dabei und wenn man das so rumswitcht, kann man das an sein PC, also an sein iPad dranstecken, hier so an der Seite. Genau.
Und das finde ich ganz cool. Und da lade ich dann immer meine Bilder runter und dann eben auf den Computer rauf. Und man kann es eben so rumswitchen, damit halt die Stecker nicht beschädigt werden. Ist ganz gut, kannst du eigentlich auch mitnehmen, mache ich aber nicht. Also genau. Und genau, das war's. Ich hoffe, ich konnte Kimblitz, wie auch immer man das ausspricht, ist ein bisschen schwierig, weiterhelfen, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wo ich euch zeigen soll. Dann ab ins Kommentar, lasst mir gerne einen Daumen oder auch zwei da und bis bald. Servus.